Sehen wir da? Ja, gut. Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem extrem leisen Mittwochsvideo. Es ist eins von zwei, die etwas leiser sind, weil ich die jetzt einfach mal hintereinander wegdrehe, damit ich danach wieder ins Bett zurück kann. Das klingt jetzt vielleicht doof, ist aber einfach so. Was gibt's Neues bei mir? Ich hatte nach meinem Ausflug, wie erwartet, einen Overload. Das hat mich weggedengelt. Und sobald meine Sprache etwas lauter ist, weil das sind auch so die Nachdinger davon, dann werde ich euch auf jeden Fall dann beim nächsten Video, wo es lauter ist, dann erzählen, wie der Ausflug war, was ich gemacht habe, was ich gesehen habe. Einfach mal einen kleinen Reisebericht. Was gibt es noch Neues? Ich habe jetzt eine neue Kamera, also bitte nicht wundern, falls das Video etwas komisch aussieht, weil ich weiß noch nicht, wo ich hingucken muss. Und ich gucke jetzt einfach Tusche auf den Bildschirm. Man sagt ja immer, man soll es nicht tun, aber ich bin halt so. Ich gucke immer auf den Bildschirm. Ja. Gut. Was noch? Es waren Zeitumstellungen in der Zwischenzeit. Und ich habe einmal in der Woche viel zu viel Käse gegessen und habe mir damit den Magen verdorben. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, gut. Eigentlich soll es gar nicht darum gehen, sondern es soll um was anderes gehen. Nämlich um Folgendes. Ich wollte euch mal so ein bisschen erzählen, Dinge, die mich persönlich total anstrengend, nerven, schwierig sind während dem Overload. Also im Moment habe ich ja noch einen Rest, oder? Ja, man bestimmt so einen Rest Overload. Und ich merke einfach so Dinge, wie, dass ich für mich persönlich einiges merke, was mich stört, was ich so gar nicht leiden kann und was trotzdem, ja, trotzdem eben ist, wie es ist. Also was mich total nervt, ist, ich bin jemand, sobald ich wieder anfangen kann, etwas zu reden, gehe ich ja davon aus, jetzt muss wieder alles total perfekt sein. Jetzt muss es gut sein, jetzt muss ich wieder funktionieren können. Jetzt ist es, ja, ist es mit dem Problem vorbei und ich kann wieder wie normal. Und dann nervt mich einfach, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel noch nicht wieder so schnell laufen kann. Dass ich nicht so eine gute Reflexe habe. Dass ich langsamer bin im Denken. Dass ich geräuschempfindlich bin. Dass ich lichtempfindlich bin. Dass ich immer noch am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben will, weil ich einfach noch so müde bin. Dass ich nichts großartig machen kann. Und ja, das nervt mich dann. Was mich auch immer etwas gestört hat, war, wenn ich etwas, wo ich mir selbst immer die Schuld dafür gegeben habe, war, wenn ich mein Haar zu lange an der Lefze gekraut habe und es dann weggewandt ist. Ja, das, ich meinte was anderes. Also, was mich auch immer so ein bisschen stört, ist, wenn ich dann, ja, wenn ich versuche, etwas mitzuteilen und ich ja dann noch, bevor ich dann wieder flüssig reden kann oder ja, bei mir macht es ja immer erst die Phase, ich kann gar nicht reden, dann kommt so ein Knödeln, dann kommt die Worte ganz langsam nur sagen können, dann etwas schneller zusammengesetzt und dann langsames Reden und dann leises Reden und dann normal. Und während der Knödelphase wollte ich meinem Vater mal sagen, ich kaufe gern Schnickschnack. Und dann hat mein Vater gefragt, was ist denn Knickknack? Und dann für mich war das dann einfach so blöd, weil ich ihm ja was versucht habe zu sagen. Und ja, ich habe nicht das, was ich sagen wollte, konnte ich dem anderen nicht vermitteln. Und das ist dann irgendwie sowas, was mich dann immer total nervt, weil nicht, dass der andere mich dann nicht versteht, das nervt mich dann nicht dran, sondern dass ich es nicht schaffe, dem anderen das zu sagen, was ich sagen will. Weil in meinem Kopf, wenn ich es sage, klingt alles total normal. Und selbst das, was ich sage, klingt noch normal. Nur wenn es dann beim anderen rauskommt, klingt es dann nicht mehr normal. Und das ist dann sowas, wo ich mich dann immer selbst am liebsten einmal quer durchs Zimmer klatschen würde. Dafür, dass ich das einfach nicht besser hinkriege. Und ja, was noch? Was mich auch stört, ist dieses, ich bin ja dann so extrem geräuschempfindlich. Und ich habe dann immer so das Gefühl, dass ich alles und jeden anplaff wegen jedem Geräusch und ich dann es nicht will, aber ich dann irgendwie auch nicht anders, ich dann auch nicht mehr anders zu helfen weiß, weil ich nicht weiß, was die Sache ist, die mich dann stört.
Ja, oder was gibt's noch? Ja, Entscheidungen treffen. Ich bin da eh nie gut. Und dort im Durchsetzen können wir ja im nächsten Video dann besprechen. Aber ich bin dann irgendwie ganz schlecht darin, wenn man mich dann fragt, ob ich etwas möchte, zu sagen, nein, ich möchte es nicht, weil ich dann ewig brauche, bis mir selbst der Gedanke kommt, nee, vielleicht möchte ich es ja doch nicht. Oder nee, eigentlich möchte ich das lieber gar nicht haben. Wenn ich dann irgendwie für mich selbst ewig lang brauche, bis ich eine Entscheidung im Kopf habe, bis ich weiß, was ich will, was ich nicht will. Und ja, das ist dann irgendwie schwierig und es kommt dann auch sehr oft zu Missverständnissen bei mir und Mom. Verstehst du? Ja, natürlich die furchtbaren Kopfschmerzen sind auch nervig, die Lichtempfindlichkeit. Was mich auch sehr stört, wo ich auch so ein Problem damit habe, ist, ich habe während dem Overload manchmal ganz schlechte Geschmacksnerven und manchmal habe ich so unglaublich gute, dass ich selbst den Rest von der Pommessoße, die ich nicht mag, wo zwei Tüten dazwischen waren, noch an den Pommes schmecke. Und dann denke, das kann man kaum essen. Und natürlich auch sehr anstrengend ist die Tatsache, dass ich so viel Hilfe brauche. Das ist einfach immer nervig. Aber es ist natürlich in dem Moment notwendig und ja, ich kann es dann auch nicht. Es hilft ja auch nicht, wenn ich dann keine Hilfe annehmen will. Ist das wie arg, oder? Okay. Ich denke, ich werde jetzt an diesem Punkt zu Ende kommen, bevor ich jetzt irgendwelche wirren Geschichten erzähle, weil für mich ist Sprechen immer noch etwas anstrengend und ja, ich wollte euch einfach ein Video drehen, damit ihr was habt und ihr die Woche nicht ohne Video dasteht, aber ich denke, ich beende es an diesem Punkt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch so kennt und was euch beim Overload stört. So als Betroffene, aber eben auch als Angehörige, weil es kann ja auch sein, dass ein Angehörigen was sehr stört. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redefinedoutlook.com. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.